Hallo und herzlich willkommen bei Krasse Kolosse. Wir sind heute auf dem Gelände des Flughafens Leipzig-Halle. Das ist Julie, meine Praktikantin. Ich bin der Tommy. Und wie man unschwer erkennen kann, haben wir heute Regenschirme dabei. Doch wozu? Es regnet doch gar nicht. In der Tat, das stimmt. Gute Frage. Die Antwort kommt her. Oha. Wir sind schon Feuer und Flamme, denn heute wird's heiß. Wir erforschen den Panther, den Megakoloss der Löschtechnik. Außerdem bringen wir ihn auf Deutschlands modernstem Trainingsgelände für Flughafenbrandbekämpfung zum Einsatz. Wir löschen nicht nur unseren Wissensdurst, sondern auch echtes Feuer. Feuer! Alarm! Feuer brennt! Los! Keine Hektik! Keine Hektik! Wir haben es heute brandeilig als Feuerwehrleute im Übungseinsatz. Dann den Helm nicht vergessen und dann geht's rein ins Auto. Gib ihm, gib alles! Vollgas im PS Power Panther. Oh, oh. Und die Julie, die jage ich auch gleich auf Höchstgeschwindigkeit. Mit dem Steuern hat das noch nicht so. Ha, von wegen. Die wichtigste Frage des Tages, wer von uns beiden ist der bessere Feuerbekämpfer? Und da ist er! Der Formel-1-Wagen unter den Flughafen-Löschfahrzeugen. Das ist er, der Panther. Richtig. Und das hast du dir nicht ausgedacht, der heißt tatsächlich so, Panther, ja, ne? Und das ist der Steven. Hallo. Wo ist der Steven? Hallo. Boah, du bist Feuerwehrmann. Genau. Ein gemeiner Feuerwehrmann. Das war ja die volle Ladung gerade. Aber wahrscheinlich noch lange nicht alles, oder? Nee, da kann noch ein bisschen mehr. Der kann ein bisschen mehr? Okay, das heißt also, ihr seid keine normale Feuerwehrwache. Genau, wir sind zuständig für den gesamten Flughafen mit solchen Fahrzeugen, speziell für die Flugzeugbrandbekämpfung. Okay, und den Panther gibt es auch nicht nur einmal? Nein, insgesamt haben wir 9 Fahrzeuge. Okay, und das hier ist der Fuhrpark, oder wie? Genau, die restlichen Fahrzeuge verbergen sich alle hier hinter diesen Toren. Okay, Steven, Butter bei den Fische. Wie groß ist er denn, der Panther? Also, so wie er steht, ist er 12 Meter lang. 12 Meter lang? Genau, dann 3 Meter breit und eine stattliche Höhe von 4 Meter. 4 Meter. Und was wiegt er? 46 Tonnen. Wir haben die Möglichkeit, hier am Flughafen bei unserer Boeing 747 als Attrappe täglich zu üben, speziell mit diesen Fahrzeugen, dass wir halt für den Ernstfall gut gewappnet sind. Stopp. Heißt, ihr habt hier eine Boeing 747 und probt hier den Ernstfall, als würde jetzt das Flugzeug in Flammen aufgehen und ihr löscht das dann? Genau. Wir können dort verschiedene Szenarien üben. Ach komm. Ja, mit abgerissener Tragfläche, brennendes Triebwerk, brennendes Fahrwerk. Hör auf, das ist ja genau unser Ding. Hä? Ja, unser Ding. Wir haben nämlich eine Wette am Lauf. Genau, wir haben auf dem Weg hierher eine kleine sportliche Wette abgeschlossen. Und zwar geht es darum, wer von uns beiden der bessere Feuerwehrmann ist. Also eigentlich geht es nicht darum, das wissen wir natürlich schon, wer der bessere Feuerwehrmann ist. Aber sie bildet sich ein, dass es dann auch die Option gäbe, mich zu schlagen. Aber das ist natürlich, naja. Ich habe gerade schon gesehen, er ist recht fix, ne? Als du ja so um die Ecke gekommen bist. Also, der kann was. Wie schnell ist er von 0 auf 100? Ja, ich würde sagen, wir reden nicht lange drüber. Ich zeig dir einfach, wie schnell er ist. Ah, wir sind Freunde, Steven. Das klingt gut. Und was machen wir mit ihr? Kein Problem, wir haben ja ein Praktikum vorbereitet. Ne? Geh ich mal hin, ne? Du gehst mal dahin. Wir machen das, was Männern Spaß macht. Und erzähl dir später, wie es war. Ne? Und du erzählst mir dann, wie das Schuften war. Alles klar. Direkt an der Landebahn, wo täglich 80 Flugzeuge starten und ankommen, befindet sich die Leitzentrale. Hier gehen alle Notrufe ein und die Einsätze werden koordiniert. Hallo. Hallo. Ich bin der Thomas. Du bist mein Praktikumsleiter, ne? Ja. Okay. Im Notfall zählt jede Sekunde. Was das genau bedeutet, wird Julie gleich selbst erleben. Wir liegen hier, kriegen dann nachts einen Alarm, da geht das Licht an, kommt ein Bong, kriegt dann mein Fahrzeug durchgesagt und dann heißt es rein in die Sachen. Wie schnell müsst ihr sein? 30 Sekunden bis ans, also wir sollten mit dem Fahrzeug schon fast draußen sein. Das heißt hier raus, dann um die Ecke, auf die Rutschstange gucken wir drauf, hier draufhauen, dann geht die Tür auf und dann müssen wir da runter. Ich muss hier gleich runter. Genau, dann müssen wir alle runter. Gut, dass ich das mache und nicht der Tommy, der könnte es nicht. So, und jetzt machen wir mal den scharfen Test. Unten sind deine Sachen am Panther. Mhm. Du hast 30 Sekunden Zeit, aus dem Bett rauszukommen, dich anzuziehen und zum Einsatz vor. Ab jetzt. Das hier? Hier das Zeug? Genau, das sind die Sachen, die du anziehen sollst. Noch ein bisschen schneller. Genau. Hose hochziehen ordentlich. Die Träger noch drüber.
die Jacke an. Und dann den Helm nicht vergessen und dann geht's rein ins Auto. Stopp! 47 Sekunden. Das muss noch schneller werden. Schneller werden? Für mich kein Problem. So, auf die Plätze. Fertig. Los, gib ihm, gib alles. Der Panther schießt los. Aber wie schnell schafft er es von 0 auf 100? Im Gegensatz zur normalen Linie ermöglicht die Ideallinie schneller um die Kurve zu fahren, weil vor der Kurve nicht so stark abgebremst werden muss. Warum so schnell? Alles, was ich bei der Fahrtstrecke verliere an Geschwindigkeit, brauche ich zu lange, um unsere 3 Minuten einzuhalten, bis zum eventuell verunfallten Luftfahrzeug. Ihr habt 3 Minuten Zeit, dann müsst ihr da sein. Genau, 3 Minuten Zeit von Eingang des Alarms bis zum Vorortsein, bis zum Anfang mit dem Löschen. Und weil es nachher ein bisschen ernst wird für dich, das heißt, du wirst nachher mal ein richtiges Feuer löschen müssen, werden wir das jetzt mal kurz üben. Okay, ja. Was genau? Das heißt, einen Schlauch ausrollen, Strauchrohr dran und dann gibt's Wassermarsch für dich. Das heißt, hier ist der Schlauch, den nimmst du mal raus, kurz ziehen. Wie genau? Julie lernt, wie man den Schlauch ausrollt, am Wagen anschließt und die Spritzdüse anbringt. Und das sollte möglichst schnell passieren. Immerhin geht es hier im Ernstfall um Menschenleben. Aber erst wenn das Wasser rausschießt, wird sich zeigen, ob Julie das Ding überhaupt halten kann. Das ist schwer! Vom Sprühspaß geht's direkt zur echten Panther-Power. So, mein lieber Steven, jetzt klär mich noch mal auf. Was sind an unserem Panther jetzt hier die besonderen Funktionen, die so einem besonderen Löschfahrzeug machen? Ja, also zusätzlich zu den normalen Schläuchen, wie bei normalen Feuerwehrfahrzeugen, hat dieses Fahrzeug halt viele Extras. Angefangen bei der Wärmebildkamera für die bessere Orientierung bei Nebel. Aha. Selbstschutzdüsen für das Fahrzeug. Wofür? Was macht man damit? Zum Durchfahren, zum Beispiel durch brennendes Kerosin. Aha. Dann den Frontwerfer und oben Dachwerfer und Piercing-Modul. Okay, diesen Frontwerfer, das heißt, hiermit wird gelöscht? Genau. Okay, und was zieht er so durch pro Minute? Also wir haben hier eine Leistung von 1500 Liter Wasser pro Minute. Okay, können wir es mal sehen? Ja, na klar. Gib mal ruhig volle Pulle. Wow! Boah, okay. Nicht schlecht. Das sind ja locker über 50 Meter. Ja, um genau zu sein, 67. 67 Meter? Genau. Okay, das heißt, ich nehme jetzt mal an, dass der Löscharm da oben noch mehr Power hat als hier die Düse vorne? Genau, ich habe oben eine Leistung von 6000 Liter. 6000 Liter. Und das pro Minute. Eine gewaltige Menge. Mhm. Komm also noch weiter. Genau. Wie weit komme ich? Am besten mit Zeigens, oder? Sehr gerne. Aber warte mal ganz kurz. Ich hole meine Praktikantin. Julie, komm mal schnell. Geh doch ganz schnell. Jetzt pass auf, ich habe eine gute Idee. Madame, schön, dass du da bist. Alles gut? Ja. Oh, du hast ja genau die richtigen Klamotten an für das, was ich jetzt vorhabe. Die sind ja leicht, da kann man sich gut drin bewegen, oder? Es geht, es ist ziemlich warm und ziemlich schwer. Ja, warm, da kann ich dir gleich aushelfen. Pass auf, es geht darum, dass ich gerne mal herausfinden will, wie weit der Löscharm gleich wirklich spritzen kann. Ich denke, es ist ziemlich weit. Ne? Aber wir wollen es ja ein bisschen spannend machen für die Wissenschaft. Ne? Die Zuschauer sollen auch ihren Spaß haben und du legst dich ein bisschen ins Zeug. Pass auf, du sollst jetzt gleich loslaufen. Und hast 10 Sekunden Zeit, so weit wie möglich zu kommen. Was du dir wieder ausgedacht hast. Ja, ist doch schön. Pass auf. Du gibst jetzt gleich Vollgas. Bist du sportlich? Ja. Okay, bring dich mal hier in Position. Ich stopp die Zeit. Und renn um dein Leben, ne? Weil du weißt, da kommt eine Menge Wasser raus. Ja. Ziemlich viel Wasser, ne? Ja, ja. Siehst gut aus, Julie. Okay. Schaffst du es nicht? Was meinst du? Es wird knapp. Wird knapp?
10 Sekunden. Okay. Auf die Plätze. Fertig. Los. Oh, die ist schnell. Gib ihm. Gib ihm. Gib, gib, gib. 10 Sekunden sind um. Oh, oh. Boah, bin ich gemein. Ne? Ja, ja, ja. Und haben wir sie erwischt? Sieben, haben wir sie erwischt? Wenn, dann nur ein bisschen. Boah, die war schnell, ne? Die war ganz schön schnell. Ich bin beeindruckt. Julie, und? Ziemlich gut, oder? Ziemlich gut. Besser als mir lieb ist. Guck, bin ich nass? Noch nicht. Mach nochmal! Ey, du warst wirklich ziemlich fix. 80 Meter. 80 Meter hat sie geschafft. Das heißt, du musst 80 Meter geschafft haben in 10 Sekunden. Respekt. Okay, erhol dich, du darfst noch was trinken. Hast du gut gemacht. Muss mir was anderes einfallen lassen. Der Tank ist dann hier, oder was? Genau, hier dahinter. Wie viel passt da rein? 12.500 Liter. Stopp. Das heißt, in 2 Minuten ist das Wasser weg. So 2 Minuten? 2 Minuten. Moment mal, okay, wenn ich mir überlege, ich trinke am Tag im Durchschnitt 2 Liter, dann bräuchte ich ungefähr 15 Jahre, um den ganzen Tank hier auszutrinken. Also deutlich länger. 12.500 Liter kann der Panther in gerade mal 2 Minuten auswerfen. Das heißt, er bräuchte für eine Badewannenfüllung gerade mal 1,4 Sekunden. Und das wiederum heißt, er schafft in 2 Minuten 88 Badewannen zu füllen. So gewaltig ist seine Power. Und zwar will ich jetzt mal herausfinden, wie viel Druck dieser Löscharm da oben wirklich hat. Und ich wage mal zu behaupten, dass er nicht in der Lage ist, diesen Kleinwagen hier mit seinem Druck wegzuschieben. Was sagst du? Er rollt weg. Du sagst, er rollt weg? Genau. Ich sage nein. Allenfalls könnte ich mir vorstellen, dass eventuell die Scheibe hier den Geist aufgibt. Sollen wir wetten? Top, die Wette geht. Top, die Wette geht. Ach, von wegen. Ja. Los, gib ihm! Oh, der geht da hinten. Stopp, stopp, stopp! Nein, oh, 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 nein, warte! Das waren ja locker 100 Meter. Also, okay, ich gebe zu, ich habe die Wette verloren. Ja? Da lässt sich nicht drüber streiten. Aber erstmal ganz im Ernst, Steven, das hast du auch nicht erwartet. Nee, dass er so weit rollt mit so wenig Wasser, in Anführungsstrichen, hätte ich nicht gedacht. Okay. Und damit wäre zweifelsohne bewiesen, es steckt eine Menge Druckkraft dahinter. Ne? Herzlichen Glückwunsch zu deinem Panther. Gutes Teil, gutes Teil. Okay. Lass mich raten, so wie wir aussehen, machen wir ein Feuerchen. Genau, wir machen ein Feuer. Man denkt ja normalerweise, Feuerwehr kommt, Wassermarsch, Feuer ist aus. Dass es hier am Flughafen bei einem Flugzeugbrand anders aussieht, werden wir jetzt zeigen. Mhm. Jetzt bin ich gespannt. Okay, hier steht eine kleine Wanne mit Kerosin, das werden wir entzünden. Und dich, Julie, würde ich bitten, mit dem Wasserfeuerlöscher dann dieses Feuer auszumachen. Mhm. Okay. Also Kerosin ist das, was das Feuer, was das Flugzeug trinkt, ne? An der Stelle nochmal. Schon löschen? Es brennt, es brennt! Rette uns, Julie, rette uns! So, jetzt. Jetzt los? Ja, und jetzt Wassermarsch. Genau, ein bisschen wackeln mit dem Schlauch, ein bisschen wedeln. Julie, löschen, Julie, löschen! Genau. Was machst du denn da? Julie versucht verzweifelt, das Feuer mit Wasser zu löschen. Doch nichts passiert. Mit Wasser kein Erfolg hast. Ja. Und jetzt pass auf. Jetzt mal ein bisschen beiseite, bitte. So. Noch irgendwelche Fragen? Gib ihm. Jawohl. Von oben. Oh, schön ringsrum gehen. Wow. Genau. So. Okay, komm mal so her. So löscht man ein Feuer. Fragt mir nicht, warum es funktioniert hat, aber es hat funktioniert. Und wieso genau geht das jetzt mit Schaum und nicht mit Wasser? Der Grundsatz ist einfach der, dass das Wasser auf der Oberfläche schlagartig verdampft. Du somit keine Chance hast, diese Fläche, dieses Feuer zu löschen und der Schaum einfach einen Film über dieses Feuer legt, das Feuer somit eigentlich erstickt. Aber jetzt warte mal, stopp, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Jetzt haben wir doch vorhin gelernt, dass in dem Tank hier 12.500 Liter Wasser sind. Du hast mir gezeigt, wie man damit löschen kann und jetzt willst du mir erzählen, dass wir mit Schaum löschen? Genau. Wie funktioniert das, wie geht das zusammen? Weil in dem Fahrzeug nicht nur 12.500 Liter Wasser sind, sondern auch noch 1.500 Liter Schaumbildner. Ah, und 500 Kilo Pulver.
Das heißt, es wird alles, also es sind drei Tanks, Pulver, Schaum, Wasser, das wird dann im Inneren des Kolosses zusammengeführt und dann spritzt ihr mit Schaum. Genau. Wir stellen das drin ein, so wie wir es möchten. Und das Resultat sieht dann genauso aus wie hier. Okay. Jetzt werden sich natürlich die Zuschauer sagen, die können viel erzählen, ne, wie das da drin abgeht. Sehen können sie es gar nicht. Und genau deswegen habe ich mich mal auf die Reise gemacht, ins ferne Österreich, ins Werk, und mal geschaut, wie unser Koloss von innen aussieht. Ich bin nach Leonding im Norden von Österreich gereist. So, ich bin angekommen. Das hier ist das Werk, wo die Löschfahrzeuge produziert werden. Und wir sehen, hier ist ein Panther, aber hier gibt es auch noch ganz viele andere Löschfahrzeuge. Und das ist natürlich der ideale Ort für uns, um mal zu schauen, wie so ein Panther von innen aussieht. Auf geht's in die Produktion. Wir wollen nur noch einen Ansprechpartner finden. Und ich glaube, das ist er. Michael? Ja. Grüß dich. Hallo, grüß dich. Ich bin der Tommy, Michael Kaiser. Richtig, das ist richtig, ne? Ja. Produktmanager Löschfahrzeuge. Produktmanager Flughafen Löschfahrzeuge, im Speziellen für den Panther. Genau, unser Mann, du kennst dich also aus. Das ist richtig, ja. Da steht er, ne? Das ist der größte Panther, den wir in der Produktion haben. Das ist der 8x8. Das heißt, 8 angetriebene Räder auf 4 Achsen. Ah, 1, 2, 3, 4 mal 2, ich verstehe, okay. Wie viele Panther produziert ihr im Jahr? Voriges Jahr haben wir über 140 Fahrzeuge gebaut. 140? Das heißt, summa summarum, dass ihr eigentlich jeden zweiten Tag einen Panther fertigstellt, oder? Von dem 6x6, den wir auf der Produktionslinie bauen, fallen alle 2 bis 3 Tage ein Panther sozusagen von der Linie herunter. Ja. Können wir uns das mal anschauen, wie der Panther zusammengebaut wird? Das können wir uns anschauen. Ich würde vorschlagen, wir fangen ganz von vorne an, dort, wo der Panther geboren wird. Sehr gerne. Nach dir. Zunächst wird natürlich das Fahrwerk montiert und die Reifen angeschraubt. Dann folgt der gewaltige Motor und ganz zum Schluss werden alle Aufbauten wie Kabine und Tank aufgesetzt. Lass mich raten, Michael, das ist der Wasser- bzw. Schaumwassertank. Richtig, in diesem Tank sind Wasser und Schaummittel in 2 getrennten Kammern untergebracht. Der hat jetzt in Summe ungefähr 7000 Liter und der in Leipzig ist doppelt so groß. Doppelt so groß wie er hier? Richtig, 14.000 Liter in Summe. Jetzt würde mich mal sehr interessieren, wie ihr das Ganze mischt, das Wasser und dieses Schaumgemisch. Das Mischen passiert nicht im Tank, sondern im Pumpenmodul und das können wir uns wieder auf der Linie ansehen. Sehr gerne. Aha. Hier haben wir jetzt die Pumpenanlage und das ist der Ort, wo Wasser und Schaum aus dem Tank miteinander vermischt werden. Und das wird dann ausgebracht als Schaummittelgemisch, um das Feuer zu löschen. Jetzt habe ich es verstanden. Und jetzt pass auf. Wie ist es denn eigentlich mit dem Fahren? Wer darf denn fahren? Dürfte ich jetzt einfach so fahren oder braucht man eine spezielle Lizenz, einen speziellen Führerschein? Ja, wenn du einen LKW-Führerschein hast, dann darfst du grundsätzlich schon einmal fahren. Wir bieten den Anwendern auch noch spezielle Schulungen an, damit die wirklich das Umgehen mit dem Fahrzeug auch lernen. Und eine dieser Schulungen ist in unserem Panther-Simulator und den kann ich dir gerne mal zeigen. Ha, unbedingt, vor allem muss ich mich auch reinsetzen, denn ich will natürlich unbedingt wissen, wie es anfühlt, denn in Leipzig will ich auf jeden Fall fahren, ist doch eh klar. Dann komm mit. Ja. Servus, Tommy. Das heißt, Anschnallen angesagt? Anschnallen, zuerst. Tatsächlich, ja? Sicher. Kann ja rein theoretisch nichts passieren. Ne? Ja, aber nur, Safety first. Nur in unserem Kopf. Okay. Dann legen wir die Fahrstufe ein. Okay. Und wir fahren mal gerade raus auf das Hohlfeld. Ich gebe jetzt Vollgas, ne? Ihr Jungs gebt ja da draußen auch Vollgas. Wir haben ja nicht viel Zeit. 2-3 Minuten haben wir Zeit. Wo ist denn wo ist denn gelöscht? So, wir haben die Information von da bekommen, dass eine Notlage links bei der Rampe ist. Da vorne, okay, alles klar. So, nichts wie hin. Volle Power, oder? Du fährst schon 100 Stunden km/h. Bremsen, Geschwindigkeit reduzieren. Dann gleichzeitig die Pumpe einschalten. Das wäre der PTR, Pump and Roll. Okay. Schaum, welche Pumpe? Schaum zuschalten. Ah, jetzt haben wir erstmal das Wasser und Schaum, wenn jetzt vermischt, genau. Ja? So, und jetzt fasst er näher dran. Wir sind jetzt noch 200 Meter weit weg vom Flieger. Was steuere ich jetzt? Den Löscharm oben? Den Löscharm oben jetzt einfach mal abziehen. Siehst du? Oh, wie löschen! Oh, und da ist der Schaum? Hier ist der Schaum. Und voll auf die Turbine. Voll auf die 12! Sehr gut. Zurück in Leipzig, diesmal auf dem Übungsgelände. Nun wird's brandgefährlich. Wir üben den Notfall. Jetzt wird sich zeigen, wer der bessere Feuerwehrmann ist. Oh, Thomas, jetzt geht's ans Eingemachte, oder? Jetzt geht's ans Eingemachte hier bei uns im Feuertrainingscenter. Wir haben für euch vorerst vorbereitet, als Abschluss. Das ist unsere Brandsimulationsanlage. Wir werden hier 3 Übungen fahren. Wir zwei werden wieder mit dem Strahlrohr vorgehen.
zum Fahrwerksbrand, der da gerade hin dann entstehen wird. Mhm. Und ihr zwei werdet das Triebwerk erst löschen und später dann auch in das Flugzeug mal reinstechen und die Innenbrandbekämpfung durchführen. Das ist die Aufgabe. Das heißt, ich sitze innerhalb des Autos, des Panthers. Richtig. Ich würde mal sagen, ich gehe hier ganz deutlich aus dieser Wette als beste Feuerwehrfrau raus. Weißt du, was ich mal sagen würde? Dass du jetzt nicht so große Töne spuckst. Ja, wollen wir mal sehen, ne? Und wir jetzt mal Gas geben. Wir machen das von unten. Genau, wir machen das schon. Ja. Jetzt geht's los, ja? Jetzt geht's los. Jetzt kann Julie zeigen, was sie vorhin gelernt hat. Das Fahrwerk der 747-Attrappe brennt und meine Praktikantin muss das Feuer so schnell wie möglich löschen. Im Ernstfall würde der Brand nach spätestens 3 Minuten auf das ganze Flugzeug übergreifen und die Passagiere verletzen. Und damit bei der Übung nicht die ganze Attrappe abbrennt, wird sie von oben mit Wasser gekühlt. Das hilft allerdings nicht beim Löschen, sondern soll nur die Anlage schützen. Damit nicht alles abbrennt, ne? So richtig? Ja, so ist das genau richtig. Immer auf das Feuer halten. Und dann wieder hoch mal, so? Genau so ein Stück höher, ja. Wo das Feuer mal reinkriegt. Sie hat das Feuer gelöscht. Ja, gut, ne? Ja. Und hat es nicht alleine geschafft. Ja. Aber gute Arbeit, Thomas. Gute Arbeit. Aber du hast auch nicht schlecht. Im Gegensatz zum Knöpfchen drücken, ne? Kannst du eigentlich mal zugucken, meine Liebe? Jetzt ist Beine cool. Und volle Konzentration. Ja. Steven, Feuer brennt, Feuer brennt. Los! Auf geht's damit zum Triebwerk. Ich konzentriere mich. So. Alarm! Und los! Tür zu! Keine Hektik! So! Ich muss einen Triebwerksbrand löschen. Da es eine Übung ist, nutzen wir nur Wasser. Denn zusätzlicher Schaum würde die Umwelt nur unnötig belasten. Meine Herausforderung, vom Inneren des Koloss den Löscharm steuern. Puh, geschafft. Dann geht's weiter zum Brand im Passagierraum des Flugzeugs. Und ich darf tatsächlich fahren. Ha. Okay, jetzt geht's ans Eingemachte, da oben brennt's, oder? Genau. Und wir geben jetzt Gas. So, wir absolvieren deine letzte Übung. Ich fahre jetzt ein kleines Stück nach vorne, ne? Ja, ganz langsam. Langsam. So, anbremsen, anziehen, genau. So, okay, jetzt geht's los. Ich gehe auf Rot. Genau. Hier ist echte Präzision gefragt. Und wie immer zählt jede Sekunde. Denn im Ernstfall geht's um Menschenleben. Mit dem Steuern hat das noch nicht so. Ich muss das Piercing-Tool, also das Stechwerkzeug, mit einem Joystick lenken. Wie beim Computerspiel. Dieser Stachel muss an der richtigen Stelle und im richtigen Winkel durch die Wand gestoßen werden, damit das Feuer im Inneren gelöscht werden kann. Nichts für schwache Nerven. Eigentlich. Ach, danke. War auch ganz schön schwer, war wirklich ja, nicht zu unterschätzen. Echt nicht so leicht aus. Aber hilft ja nichts. Komm, Steven. Du musst eine Entscheidung fällen. Wer ist der bessere Feuerwehrmann oder die bessere Feuerwehrfrau? Und jetzt überleg dir gut, was du sagst. Also meine Einschätzung für den ganzen Tag. Du saßt nur im Panther, nur Knöpfchen gedrückt, nicht geschwitzt. Boah. Sie musste arbeiten, sie hat geschwitzt, sie hat immer noch die Montur an. Sie ist der Sieger des Tages. Boah. Mach dir nichts draus. Jetzt tue ich mal so, als wäre ich ein guter Verlierer. Glückwunsch. Ja, mein Glückwunsch, mein Schatz. Alles Gute. Hast du wirklich richtig gut gemacht. Und bei dir bedanken wir uns ganz herzlich. Vielen Dank. Wir haben richtig viel gelernt heute. Und bleib um Himmels Willen gesund. Das wünsche ich dir. Halt dich weg von den Gefahren her. Alles klar. Das war's für heute von Kassel Kolosse. Wir bedanken uns und freuen uns auf nächste Woche. Und du, Julie, was hast du heute gelernt? Jetzt bin ich gespannt. Dass ich halt doch die bessere Feuerwehrfrau bin. Das ist alles, was du heute du gelernt hast. Mehr das ist alles. Ich habe mich voll ins Zeug gelegt. Es war total.